Hallo und herzlich willkommen, euer Willy Pete hier zu einem weiteren Cast. Im Moment geht es Schlag auf Schlag. Ich werde mal versuchen, ob ich heute noch ein zweites Video hochladen kann. Ihr kennt die Sonnenbrille, die ich aufhabe, ihr kennt die schicke Uniform und ihr kennt das Handtäschchen, das ich auf dem Rücken habe. Die ein oder anderen haben es vielleicht schon gemerkt, die Waffe, die ich in der Hand habe, die kennen die meisten noch nicht von mir. Die ist ja auch neu. Speedchamp BVGC hat in einem YouTube-Kommentar gefragt, ob ich nicht mal die M16A2 in der Elite-Version für ihn testen kann, ein paar Worte dazu sagen kann, einen Screencast mit dem Ding machen kann. Also, Speedchampion, hier ist der Screencast, den du dir gewünscht hast. Ich musste die Waffe erst kaufen und das habe ich nur für dich getan, obwohl ich dich nicht kenne. Also, ne. Dickes Herzchen, dickes Herzchen. Wir sind zu dem Punkt A gerusht und man kann dann immer schön zwei, drei Gegner abfangen, die sich in Richtung B machen. Und ich habe sofort Call Reinforcements reingehauen, das seht ihr an der 5, die unten abläuft, um noch ein bisschen Schutz zu haben, vielleicht nochmal dem einen oder anderen ermöglichen, hinter den feindlichen Linien zu spawnen. Wenn die Gegner zum Beispiel B eingenommen haben, kann man hier schön den Spawn unter Schuss, unter Feuer nehmen. Und dann natürlich noch ein paar Lucky Hits hier setzen, bevor man dann weitergeht. Und vielleicht A sogar gleich einnehmen kann. Aber das ist relativ schwierig, denn die Gegner spawnen in der Umgebung und aua. Ja, das ist natürlich so ein super Spawn. Ne? So neben einem mit der USAS 12 in der Elite Version. Aua, aua, aua. Aber jetzt erstmal kurz zur Sache. M16A2. In der Elite-Version hat einen 90er Schaden, Burst-Fire-Weapon, das heißt 3 Schüsse, kurze Pause, 3 Schüsse. Und in der Elite-Version 35 Schuss im Magazin. Heißt so viel wie ungefähr 10 bis 11 bis 12 Bursts. Und das reicht eigentlich aus, also das Magazin ist voll okay. Die SCAR ist in 3 Belangen immer noch besser. Und die M4-1 ist in einer Sache noch besser als die M16A2 in der Elite-Version. Die Sights, das was für mich eigentlich immer sehr wichtig ist, sind schick. Also ich finde, man kann gut sehen, außer natürlich links und rechts so ein bisschen verdeckt, aber das ist nicht so schlimm. Ich finde sie nicht so schlimm wie die AIK-Sights oder andere. Der Schaden, den sie raushaut, der ist auch schick. Das heißt, so meistens mit 2 bis 3 Bursts oder na, manchmal schon mit 2 Bursts gehen die Gegner down, wenn die im Oberkörper getroffen werden. Das Problem, das man hat, ist, wenn ein Gegner nah an einen rankommt. Das ist doch eher so wie die AN94 oder halt so die Sniper Rifles, die semi-automatischen, ist das so die Waffe für die Distanz. Heißt für euch, dass ihr natürlich ein bisschen weiter wegbleiben wollt, dass ihr hier wie ein Karkant so über die Straßenzüge rüberschießen wollt. Ihr wollt nicht unbedingt in die engen Gassen, so wie mit der USAS 12, aber ich glaube, das erklärt sich von alleine. Warum, um Himmels Willen, haben sie bei der Version oder bei dem Modell unten den Granatwerfer rangemacht, wenn er nichts bringt? Das frage ich mich immer so. Okay, viele meinen, es sieht halt cool aus, aber wenn man ihn nicht einsetzen kann, toll. Also, ich meine nicht, dass ich mir wünschen würde, dass in dem Game auch noch ein YouTuber rumlaufen würden. Nein, aber so eine M16 ohne unten den Granatwerfer würde ich jetzt auch nicht schlimm finden. Ich würde es sogar, glaube ich, ein bisschen schicker finden. Aber egal, das ist nur ein Model. Das soll keinen wirklich aufregen, denke ich mal. So, gehen wir mal kurz ein bisschen aufs Gameplay ein. Also je nachdem, welche Waffe habt, müsst ihr natürlich auch den Spielstil angleichen. Ich habe versucht, immer auf Häuser raufzukommen. Bei Karkant ist das immer Sinn. Kann man sich immer einen schönen Vorteil erarbeiten und von oben nach unten schießen. Das macht dann immer Spaß. Und wenn man eine Waffe hat, die für Range ausgelegt ist, so wie die, dann, ja, dann kann man da schon gut 1-2 Kills bekommen und dann macht es auch Sinn. Ne? Die alles entscheidende Frage, die beantworte ich jetzt schon mal, würde ich sie mir nochmal kaufen? Würde ich sie mir generell kaufen? Nein. Die Veteranen-Version hat einen 87er Schaden im Vergleich zu dem 90er Schaden, den die Elite-Version hat. Hat auch 35 Schuss im Magazin und kostet deutlich weniger und sie kann gerentet werden. Könnt ihr ja mal ein bisschen ausprobieren. Die Elite-Version lohnt sich nicht unbedingt, finde ich. Also, ich habe mit ihr jetzt nicht. Also, ich hatte nicht im Spiel das Gefühl, dass es so toll ist. Ich habe mehrere Games dann noch gespielt, auf Oman, habe dann noch ein bisschen Basra gespielt. Aua. Wurde nie richtig warm mit der M16 und das ist mein Fazit. Ich würde sie mir nicht nochmal kaufen, jetzt habe ich sie. Kommt in den Waffenschrank zu der M110, die da schon steht.
Die werden sich beide ein bisschen kuscheln und dann werde ich sie auch, glaube ich, nicht mehr rausholen. Ich habe ja meine M4. Macht ja Spaß mit dem Ding. Aber wie gesagt, testet die Waffe an und dann könnt ihr immer noch sagen, ob ihr sie mögt oder nicht. So, jetzt mal ein bisschen Gameplay. Karkant ist ja immer so ein bisschen tricky. Ne? Man kann von allen Seiten eigentlich weggeraped werden. Von oben, von unten, von links, von rechts. Deswegen wollt ihr euch... Also ich halte mich immer sehr gerne am Kartenrand auf. Und wenn ihr das machen wollt, dann bitte sehr. Das hilft eigentlich immer ganz gut. Man sollte nicht beim Nachladen um eine Ecke laufen. Das habe ich gerade zum Glück doch mal so gemerkt und habe die 1911 Elite gezückt, um da noch mal ein bisschen sicherer zu sein. Und wie ihr seht, ich habe so einen kleinen Fetisch, was so Dächer angeht. Ne? So Dächer und ich so. Ja. Denn man kann immer schön sozusagen die Gegner beschießen und die wissen im ersten Moment gar nicht, wo es herkommt. Aber sowas, das wollt ihr nicht. Ihr wollt nicht, dass der Gegner mehr Deckung hat als ihr in dem Feuergefecht. Ihr seht, sein Kopf ist draußen. Ich bin komplett sozusagen treffbar durch ihn. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt immer den Deckungsvorteil haben. Ihr wollt immer sozusagen eine Kiste vor euch haben, irgendwas, hinter dem ihr euch ducken könnt und der Gegner soll möglichst im Offenen sein. Ich weiß natürlich jetzt in dem Moment auch, dass ich so zwei, drei Leute von da oben gekillt habe und demnach mich schnell verziehen sollte, denn irgendwann fliegen Granaten hier hoch, spätestens wenn der nächste spawnt. Oder jemand kommt von hinten und skalpiert mich, während ich hier irgendwie versuche, laienhaft einen Medic umzubringen, der aber mehr Health hat als ich. Ja, und werde dann natürlich von der MP5 hier schön abgespeist. Das heißt also, ich hoffe, Speed Champ, ich konnte deine Frage beantworten. Die Kill-Death-Ratio ist jetzt nicht das Beste, aber wir haben auch verloren. Viele Grüße, over and out, Willy Pete, und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.